Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag. Ja, Sandra ist zu Hause. Gesundheit. Sandra hat Urlaub. Wir fahren jetzt nach Frankfurt, weil ich habe ein Interview dort, oder besser gesagt so ein Podcast mit der Entrepreneur University. Wir dachten, wir fahren jetzt alle zusammen dahin. Sandra und Felix gehen shoppen, oder? Und dann schließen wir uns denen an. Ich habe so 2-3 Stunden nur zu tun und dann gehen wir so alle zusammen ein bisschen mal nach Frankfurt, vor allem zur Feier des Tages, weil Madame Mademoiselle Prinzessin verwöhnt, ihr Mann ihn zählt und fürs Shoppen. Nein, das stimmt gar nicht. Eine Logik der Frauen ist, wenn dein Budget 100 Euro ist, gib 200 aus. Ja, ich hab hier mehr als dort. Ey, langsam, Junge. Wir haben Sandra und so abgelassen. Die sind in Frankfurt in der Stadt einkaufen für eine Hochzeit, wo wir eingeladen sind. Ich habe gerade das Auto geparkt. Geh jetzt zu Emra. Der ist so ein Kuschelspieltier, guck mal. Weil die kann auch nicht kämpfen. 3, 2, 1 und go. So, Ladies and Gentlemen, welcome back zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin, das müsstet ihr mittlerweile wissen. Und heute habe ich tatsächlich jemanden bei mir im Office sitzen, auf den ich mich sehr gefreut habe. Das Interview steht seit 2-3 Wochen fest und ich kann fast kaum noch schlafen seitdem. Ja, waren spannende Wochen für mich auch. Und waren es auch. Und das Ding ist, und jetzt Wer hat ihn Marshmallow benannt? Oh, fein. Ciao. 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 Alles gut. Bro. Danke fürs Kommen. Letztes Gespräch. Nee, das war echt gut. Das war wirklich. Hey, Bro, Geld, können wir kurz. Wenn das Geld war, da warst du weg. Da warst du weg. Ja, wenn da warst du weg. Ich mag es einfach nicht. Aber ist gut. Das war richtig geil. Und jetzt gehen wir zu Sandy und Feli. Shopping Day in Frankfurt. Wir haben uns gefunden. Gesucht und gefunden. Servus. Hey. Wir sind alle. Wir waren gerade im Zara. Jetzt hat Momo sein Outfit, Felix sein Outfit, Sandra sein Outfit, ihr Outfit. Egal, Sandra sein Outfit, ich habe mein Outfit. Und wir haben jetzt, für was, sagt ihr jetzt? Standesamt von Janet und Hochzeit. Der Typ heiratet, Janet, der hat vor 3 Wochen entschieden, dass er heiratet, hat einen Antrag gemacht, hat nächste Woche schon Standesamt und in 4 Wochen heiratet er schon. Richtig fette Hochzeit. Also wenn ihr einen Psychopathen sucht und Tipps von einem Psychopathen braucht, geht zu Janet. Und dafür haben wir die Outfits gerade geholt, also für die Standesamt und Hochzeit, weil wir haben nichts Schickes. Wir sind alle so, halt so lazy stuff. Gang. Leute, Chipotle in Deutschland, ich glaub's nicht. Wir haben da gerade gegessen. Das gehört so unter die Top 5 meiner Lieblingsgerichte. Ich musste dahin, wenn wir schon hier sind. Oh, lauf mal zu mir. Blogger Lifestyle, yeah. Ja, meine 430. Ich wurde gerade von so einer Frau mit so Luftballons angegriffen. Auf einmal, Momo wollte sie boxen. Was willst du da machen? Normal bin ich einer, der echt auch aggressiv werden kann, wenn man mich anfasst. Aber die konnte ja, die wusste nicht mal, wo sie ist, glaube ich. Die war richtig unter. Also diese Straße in Frankfurt ist echt hardcore, was bescheuerte Leute angeht. Das ist echt heftig. Einfach Suff nur. Das ist so ein richtiger Suff. Das macht so Spaß vom Shoppen doch kaputt. Ich verstehe nicht, warum die Polizei sowas nicht. Ich meine, die sind da vorne. Das bringt aber nichts. Wir machen gar nichts. Der Felix hat sich einen Bademantel mit dem Muster von seinem Opa geholt. Das ist Cut! Cut! Der versucht, der hat gesagt, ja, könnt ihr kurz ein Bild machen? Ich wollte nur ein Foto, gib mal, ich zeig den Leuten, wie das von meinem Sicht, meiner Sicht ist. Ich wollte kurz ein Foto und jetzt jeder von denen, also jeder einzelne von denen will eins machen und wir sind hier mitten in Frankfurt und die machen so ein. Hey, aber guck mal. Auffälliger geht's nicht. Warte.
Ich riech Pablos Scheiße. Ja, ich riech's auch die ganze Zeit. Ich halt mit deinem sicken Outfit. Was? Ich hab schon von ihm Bilder gemacht. Ich hab schon. Oh, hey. Hey, die sind voll gut geworden. Nein, never. Warum? Du siehst ja aus wie heiße Kotze, wenn ich so schön sagen würde. Das stimmt gar nicht. Du übertreibst immer deine Laune. Hey, mit Pablo, so weißt du, wie süß. Nein. Ja, wir haben voll den Handytausch gemacht. Kann jemand die Kamera nehmen? Ich muss kurz sagen. Wenn der Bosuch Topf war. Da haben Bänder da. Okay, okay, da hatte ich aber Kontaktabbruch mit dem für ein paar Tage. Dann habt ihr es geklärt. Da hatte ich dann Kontaktabbruch für ein paar Tage. Aber nee, also als er mir das geschrieben hat, da habe ich ein paar Tage Kontakt abgebrochen. Also es geht ja gar nicht. Fabi, was sagst du dazu? Fabi, hast du gerade herrlich geschissen? Aber ich verstehe nicht, warum online steht, dass es die vorrätig haben. Aber wie geil kann ein Mensch aussehen? Die Sandra sucht so Gucci-Strumpfhosen. Ich blende es euch mal ein, wir finden es einfach nicht. Ich habe schon in Dubai gefragt, in Stuttgart. Ich habe überall, wo ich, in welchem Land ich auch war, und Gucci gesehen habe, habe ich nachgefragt. Diese Socken sind überall vergriffen. Strumpfhose. Socken, sage ich die ganze Zeit. Wir sind mittlerweile zu Hause. Ich blende euch mal kurz hier so ein. Wir waren beim Hookerbus. Also von Frankfurt nach Mannheim gefahren, eine Pause gemacht, Fabian getroffen, ein bisschen gechillt und sind jetzt wieder nach Hause. Wir haben dort gar nicht gefilmt, haben so ein bisschen ausklinken lassen. Naja, wir sind jetzt zu Hause, ich mache jetzt einen chilligen am Laptop. Und ey Leute, ich habe morgen eigentlich, also das Ding ist halt, ich will euch ja immer mehr erzählen von meiner Arbeit. Und ich habe morgen und übermorgen wurde ich gebucht für so Refreshment Days. Da ist eine Firma und dann gehe ich dahin, wenn wir das erste Mal zusammenarbeiten, gehe ich meistens zu der Firma selber. Die buchen mich 2 Tage und man geht durch alles einmal durch. Ich schaue mir die Accounts an, ich verändere schon. Also man arbeitet schon sozusagen. Wir hatten eigentlich 2 Refreshment Days morgen, übermorgen. Und die wurden halt abgesagt kurzfristig. Heute Abend kam Nachricht rein, dass morgen und übermorgen doch abgesagt werden muss, weil die Grafikdesignerin von dort sich den Fuß gebrochen, nee, die hat irgendeine OP am Fuß gehabt spontan und bla bla bla, ist ja jetzt auch egal, gute Besserung, falls du das hier siehst. Das ging jetzt auch komisch, das ist ein Fetisch. Ey, Mann, zu der anderen Sache, ich hab... by the way gesagt, viele werden jetzt sagen, hä, warum sicherst du dich bei sowas nicht ab? Tu ich, habe immer so eine Anzahlungsmöglichkeit oder sagen wir mal so ein Schutz für mich, Mechanismus, dass man mir anzahlen muss, bevor ich zum Termin erscheine. Und wenn man dann den Termin kurzfristig absagt, kann ich ja keine anderen Jobs annehmen. Also es wäre so ein Tipp für euch da draußen, wenn ihr so in der Dienstleistungsbranche seid und sage ich mal, ich hatte noch andere Aufträge, die morgen, übermorgen buchen wollten. Die konnte ich ja nicht annehmen, weil ich schon gebucht von den anderen war. Und es zählt für mich halt dann erst als gebucht, wenn jemand eine Anzahlung macht. Also macht sowas als kleinen Tipp, wenn ihr echt mit anderen Menschen arbeitet, wo Sachen dazwischen kommen können. Auch wenn es gesundheitlich ist, es tut mir leid, dass man es jetzt so ein bisschen hart sagt, aber ich hocke ja jetzt morgen übermorgen da und konnte einen anderen Auftrag nicht annehmen und tue das durch diese Anzahlungssicherheitsmöglichkeit, das so ein bisschen abschirmen. Klar, ich hätte lieber morgen gearbeitet und übermorgen auch und mein Ding durchgezogen, aber kann man halt jetzt nichts machen. Vielleicht tut mir das auch so ein bisschen gut, dann werde ich morgen übermorgen so ein bisschen den gechillt machen, was ich sowieso immer mache, mein Job ist ja jetzt nicht anstrengend. Aber ja, so ein Tipp, by the way. Ende machen. So, für heute war es es, für diesen Vlog war es es auch. Wir sehen uns beim nächsten Vlog. Der Tag war lang, wir sind jetzt seit 12 Stunden wach, also unterwegs gewesen. Oh, hallo. Tschüss. Tschüss.